Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute machen wir mal richtig schöne, saftige Cookies. Wenn du mal sehen willst, wie das Rezept geht, dann bleib doch einfach mal dran. Wir starten mit dem Rezept mit 8 Löffeln an Butter. Ich wiege dir das aber einmal ab, damit du Bescheid weißt, wie viel Butter ich hier verwende. Und zwar sind das 8 Esslöffel. Ungefähr 150 Gramm, wow, sogar Punktlandung. So gut wie. Und dann werden wir diese jetzt einmal schmelzen und dann etwas abkühlen lassen. Als nächstes wiegen wir uns einmal Zucker ab. Und zwar habe ich hier so einen Cup, so eine englische Maßeinheit oder amerikanische Maßeinheit. Und die werde ich mir jetzt einmal voll abwiegen. Machen wir 100, passt. Das kommt beiseite, denn wir werden jetzt für den Teig einmal ein Ei mit der Butter und dem Zucker aufschlagen. Und während das Ei jetzt gleich aufschlägt, geben wir schon mal, oder fangen wir schon mal mit unserer Mehlmischung an. Wiege ich das auch einmal ab. Und zwar brauchen wir hier von 200 Gramm, 204 sind es, ist auch völlig in Ordnung. Und dann gebe ich etwas Salz dazu, denn zu süßen Sachen soll man immer eine Prise Salz zugeben. Und dann geben wir noch etwas Backpulver dazu. Und zwar nehmen wir davon einen halben Teelöffel. Ich habe mir hier so Maß-Teelöffel geholt, verschiedene Größen, finde ich eine sehr schöne Hilfe. So, das rühren wir dann auch einmal schon mal durch. Wie gesagt, Butter dazugeben, schön austropfen lassen, nichts verschwenden. Und dann können wir den Zucker schon mal reinrieseln lassen. Geben noch einen Teelöffel von meinem Vanilleextrakt dazu. Das habe ich selbst gemacht. Verlinke ich euch einmal oder einfach mal nach Vanilleextrakt ohne Alkohol, ohne Zucker suchen auf YouTube oder auf Chefkoch, findet ihr auf beiden Plattformen. Die Masse ungefähr 15 bis 20 Sekunden schlagen. Ich habe es ein bisschen schneller schlagen lassen, ist ein bisschen heller geworden. Und jetzt geben wir das Mehl dazu. Nach und nach sind wir schon so gut wie fertig, können wir im Backofen vorheizen. Weil der Teig noch nicht perfekt ist, gebe ich jetzt nochmal 30 Gramm an Mehl dazu. Weil er soll so krümelig sein, wie als wenn wir Crumbles machen. Jetzt messt er noch einmal Schoko-Cookies ab. Also Schoko... wie heißen sie jetzt? Schokotröpfchen. Hier, ich habe mir solche geholt. 100 Gramm sind das. 101 sogar drin. Wow, sogar ein bisschen mehr. Ja, und die werde ich jetzt kurz unterheben. Und das ist der Teig, den ihr seht. Und so soll der auch aussehen. So, was machen wir jetzt? Einmal Ringe ausziehen. Habe ich eh keinen angehabt. Und den werden wir jetzt einmal zusammendrücken. Deswegen habe ich hier gerade schon vom Rand etwas lose geschabt. Aber so ist das perfekt. Schön, der Teig ist wirklich sehr, sehr samtig. Und was machen wir jetzt? Folgendes, wir werden uns jetzt hier 12 Bällchen von abkneifen, beziehungsweise wir können es auch mit einem, wie heißen die Dinger, mit einer Eiskelle machen. Und zwar gehe ich da folgendermaßen vor. Ich gehe rein, hole mir so eine halbe Kelle raus, oder eine ganze Kelle, je nachdem. Und dann lege ich mir die hier drauf und drücke die noch ein bisschen nach. Und lasst ausreichend Platz zwischen den einzelnen Cookies, weil die ja auseinandergehen. Also der Teig, der wird zu Boden sinken, formulieren wir es mal so. Und die werden einfach zu großen, flachen Cookies. Ich gebe nur 6 auf einem Blech. Dann backe ich lieber 2. Backofen vorheizen auf 180 Grad. Und ihr kriegt ungefähr 9 bis 12 Stück raus, je nachdem, wie viel Teig ihr immer nehmt. Und wir backen das alles nur 10 bis 12 Minuten. Warum? Weil sonst die Gefahr besteht, dass sie zu, wie soll ich sagen, überbacken und dann nicht mehr so schön saftig von innen sind. Nur mal als Tipp, solltest du keine Eisportioniere haben, dann kannst du diese auch rollen. Das habe ich jetzt ja auch einmal für dich ausprobiert. Klappt wunderbar. Und das sind dann hier einmal die Kekse. Du siehst hier schön braun sind sie geworden. Innen drin noch schön saftig. Genau so müssen die sein. Ja, was soll ich noch zu sagen? Lass jetzt eine halbe Stunde auskühlen. Am besten draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse. Ansonsten mit Zimmertemperatur geht's auch. Und dann, ja, du kannst natürlich jetzt auch direkt vom Blech hier wegfuttern. Aber ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Aber die sind einfach mega, mega lecker. Und das war's dann auch schon wieder. Du hast gesehen, diese Cookies sehen ja richtig lecker aus. Wenn du es mal nachgemacht hast, schreib einen Kommentar, würde ich mich drüber freuen. Und dann bin ich raus, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.